So, jetzt machen wir nochmal den ultimativen Test. Wie schlägt sich das Heilige Römische Reich gegen den neuen Orden des Drachen? Mal schauen, was die alten Sith gegen die neuen können. Let's go. Wir spielen gegen Corvinus, sehr, sehr guter Spieler. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ablaufen wird. Vorhin schon gesagt, es ist ja quasi wie ein Derby. HRE gegen den Orden des Drachen. Mal schauen, wie es sich jetzt anfühlen wird. Ich bin sehr gespannt, ich bin echt sehr gespannt. Wir sind hier in dem Biom Savanne unterwegs. Ein sehr angenehmes Biom, wie ich finde, so zum Schauen. Okay, ich denke, wir können hier eine schöne Aachener platzieren. So ein bisschen im Rücken unserer Base. Oh, hier sind sogar Rehe, habe ich schon eins gesehen. Die Frage ist, ist Fast Castle Age das richtige Play? Oder kann er verhindern, dass wir auf die Reliquien kommen? Mit seinen starken Einheiten vom Orden des Drachen. Let's see, let's see. So. Ja, das wird in Zukunft richtig spannend werden, herauszufinden, welche Sifs sind gut gegen welche, wie entwickelt sich die Meta, wie fügen sich die neuen Sifs ein im Vergleich zu den alten Sifs. Da kommt einiges auf uns zu. Das ist nicht optimal, aber ich platziere die Aachener jetzt so. Könnte die Rehe eigentlich auch noch zur Aachener hin pushen. Und ich versuche noch ein paar Schafe zu wenden. Das Gold ist aber sehr nah bei uns. Viel Gold. Aber ich muss jetzt gucken, was er vorhat. Er geht auf Rehe. Ich versuch's wieder mit dem Fast Castle Age. Ich habe so ein Gefühl, dass Corvinus das vielleicht punishen kann. Mal schauen. Ja, nicht allzu viele Schafe bisher. Oh, es hätte gereicht, wenn ich mit drei Leuten Stein gesammelt hätte. Ich habe auch so den vier genommen. Sie? Um den Tower hier zu upgraden. Ich wollte nur ein bisschen Stein für den Tower haben, deswegen habe ich da kein Bergarbeiterlager hingebaut. Oh, wichtig, dass wir die Schafe hier noch gefunden haben.
Hochzeit, ja? Ja, die Hochzeit. Ja. Die Hohen. Tari Reti. Gewisso. Die Heißig. Ja. Ja. Sieht aber. Ich bin hier. Ja, ich sehe. Spanne Barracks. Ich werde behar Ritu aus. Und die hat deutlich früher Fiddle Edge gewesen als er mit dem Order of the Dragon. Mal gucken, was genau er vorhat. Was er für Einheiten baut. Ein Werkpalast, Bon Tissi. Wenn wir Produktionsgebäude sehen, mal gut zu wissen. Und dann die Counter-Unit zu bauen. Oder später selber ein Fast Castle Agent versucht, das Timing zu treffen. Sieht so aus, als ob er selber Fast Castle Agent spielt. Nice, okay, das ist interessant. Wer schafft es schneller nach Castle Agent hoch? Lord of the Dragon oder HRE? Ich vermute, dass ich schneller sein werde. Zumindest wenn ich die BO jetzt nicht verkacke. Und Scout müssen wir hier in der Nähe behalten, weil ich will sehen, ob er gleich ein Stable baut. Oder für welche Gebäude er sich entscheidet. Barracks. Alright. Ein Arantin. Oh mein Gott, er ist schneller. Das ist ein krasses Timing. Wow. Ich meine, ich habe relativ viel Holz, ne? Also ich habe mehr Produktionsgebäude, das heißt, ich habe mehr Holz gesammelt als er. Trotzdem hätte ich gedacht, dass wir schneller sind als er. Interessant, interessant. No, der ist nicht zur Reliquie gelaufen. Idiota. Kriegen wir vielleicht die Reliquie noch? Hab nicht. Echt überrascht, dass er schneller Cast Edge war als ich. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen viel Holz gehabt für die drei Produktionsgebäude. Wenn ich die Ressourcen für die Produktionsgebäude in Nahrung Gold gehabt hätte, hätten wir vielleicht schon gehabt, oh lol, ich hab den Sperrkämpfer nicht gesehen. Ja, das wird nix. Ich sammle diese Garten. Armbrust bereit? Ja, du. Okay, er hat drei Reliquien, wir haben zwei. Das Duell hat er schon mal gewonnen.
Sie hortet alle. Gut, das ist ein Haus, keine Mühle. Das wird bereit. Oh Gott, Armbrust setzt Armbrust. Armbrust schütze bereit. Fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ich jetzt einfach nach Imp durchgehe, ist glaube ich zu greedy. Ich versuche jetzt einfach greedy nach ihm zu gehen. No risk, no fun. Ich muss einen Scout bauen, wir sehen nix. Ich denke nicht Mammut. Ich glaube nicht, dass wir die Reliquie hätten bekommen können, weil er da seine Sperrkämpfer positioniert hatte. Das heißt, selbst wenn ich mit meinem Prälaten früher dahin gelaufen wäre, hätte ich meinen Prälaten nicht supporten können. Er ist auch vor mir. Wow. Er ist mir mit allem Schritt voraus. Ja, er spielt aber auch greedier als ich. Er hat nur drei Sperrkämpfer gespielt, ansonsten nix. Ja, ich glaube, man kann festhalten, dass die Timings wahrscheinlich ähnlich sind. Weil ja, er ist jetzt mit allem ein bisschen schneller gewesen, aber er war mit allem auch ein bisschen greedier. Er ist nicht nach Castle Age hoch mit Produktionsgebäuden, so wie ich. Und er hat wesentlich weniger Einheiten jetzt gebaut im Castle Age, bevor er nach Imp hoch ist. Sende mich fort. Marschieren, Schlag, Armbrustschütze. Warte. Marschieren, ihr Pole, Armbrustschütze. Armbrustbereit. Ja, ich handle so, wie du befiehlst. Ein Baum, was hast du nötig von mir? Armbrust, wir ziehen fort, Armbrustschütze. Kommt schon. Sende mich an den Kampf. Gebet ab, Befehlschen. Ja, gebet ab, bin bereit zu befehlen. Sende mich. Gehorsamkeit zur Tugend, siehe ab nach Befehl. Armbrust, was soll ich recht? Ja. Muss nach Gehäng. Seid still, marschieren. Befehl, ich bin bereit. Ja, hat gewollt. Okay. Okay.
Männer bereit und erwarten Arbeit. Ich denke, Sperrkämpfer, Handkanoniere ist the way to go. Ja, wir warten, da ist Holzturm sammeln. Ich versichere, es wird gut gemacht. Was hast du denn? Hier in der Burg vielleicht hin. Er hat halt auch den Mindwork-Palast, ne? Das heißt, er kann die Upgrades holen. Höret alles zu. Befehl zur Söldner bereit zum Dienst. Höret alles zu. Befehl zu. Wir waren bereit zum Dienst. Ein Gesicht ins Speer, sein Lehrer. Stopp, mein Eierich mit auf. Ich hab noch gar kein Schmiede-Upgrade, by the way. Fällt mir gerade mal so auf. Gebet A, folge deinem Befehl. Steht strafgesetzt. Befehle mir. Soldenäre, Armbrust bereit. Tone heuer. Befehle mir. Die Füße. Dein Wille wird. Höret alle zu. Wer rastet alle zu, hat ein Nachziehen. Ziehen wir ab. Bereitet. Was hat... Höret alle zu. Wir bekommen... Stopp, Männer. Zeit zum Schaffen. Soldenäre, niedere Armbrustschütze. Wir ziehen fort, Armbrustschütze. Höret alle zu. Gebet auf. Befehl gekommen. Ein Bau zum Errichten. Zillet nie Pelchen! Diese Waffe sicher! Ja! Gehorsamkeit zur Tugend ist ein 16 Pelchen! Ich gehorche! Armbrustschütze! Der Klein Mohren! Entwehre marschieren! Was hast du nötig von... Soldenäre! Ja! Bin bereit zu und Befehlchen! Wer? Bereit für die... Höret alle zu! Wer dann aber nach der rastet, der rostet! Gebet acht, dein Wunsch... Er rastet, der rostet, leider! Ich weiß, was ich tue! Bereit! Ja! Bin bereit! Armbrust bereit! Tue noch euer Befehl! Oh, ich häng fest. Ah, oh, ich häng fest. Okay. Ja, mach ich. Zählt nieder. Armbrust bereit. Diese Waffe sind bereit. Reitet Uhr so nach Befehl. Was hast du? Höret ab. Hab ein Marsch. Bereitet euch. Armbrustschütze. Bereit. Wird getan. Ich hab meinen Scout verloren. Ups. Ja. Höret alles zu. Befehlt bereit für die nächste Aufgabe. Handkanone warten. Ins Speer ist spät. Gebet acht. Höret alles zu. Befehlt gekommen. Armbrust bereit und steht strafgesetzt. Wer rastet? Dorfmänner bereit und erwartet Arbeit. Steht Wer rastet, der rostet. Höret alles zu. Wir bekommen Befehl. Bereitet euch. Zillet nieder. Machet schnell, Armbrustschütze. Armbrust, tu euch nur. Armbrustschütze. Bereitet Waffen. Zillet nieder. Was sind wenige Hilfe? Diese Waffen sicher. Handkanone. Seid stille. Soldenäre. Befehlte zu georgen. Was hat... Soldenäre. Dein Wille. Dein Wunsch ist mein Befehl. Ja, aber mach gehäß. Wer rastet? Bereitet euch. Orchert in den Rang. Okay. Wer rastet? Höret alles zu. Befehl zu kommen. Du hast der Arbeit. Bereit für die nächste Schöne. Zu eurem Befehl. Befehl. Dorfmänner. Zeit zum Schaffen. Den Armbrust bereit. Zu euch. Armbrust bereit. Seid still. Marschieren, Schlacht. Was soll ich tun? Gandar al... Felke. Diese machen sicher Spaß. Wer rastet, der was? Keine Ahnung, was passiert spät oder so. Mal gucken. Gehorsamkeit zur Tür. Was soll ich tun? Ziehen aber nach Geheiß. Bereit. Gandar also beide. Speermänner. Landsknechte. Schüssen gegen Feindangriff. Reite aus nach Geheiß. Bereit für die nächste. Ich begriffe meine Gehöre. Wir warten auf, mache ich nun. Ja, ja. Macht Sinn. Gott, ich habe auch keine Upgrades hier, ey. Ich gehöre alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Was? Gebet acht, Befehl zu kommen. Wir warten auf Befehl. Merket Gehäse, Mann. Ja. Sie bedürfen unser Dar. Ja, bin bereit zu Befehl. Wer rastet, der rastet. Vielleicht sollten wir Man at Arms spielen tatsächlich. Weil unsere Man at Arms haben das Dings-Upgrade, was er nicht hat. Streitkolben. Aber seine, seine Landsknechte werden halt brutal stark. Ich hab die schnell genug gekillt bekommen, bevor die ihre Power entfalten. Not sure about that. Ich hab ein bisschen wenig Gold. Ich komme auf Helden. Diese machen sicher Spaß.
Bin noch nicht so weit, ich brauch ganz viele Upgrades. Was sind die Reiter aus nach Gehäuse? Was sind... Horche doch Gehäuse, Mann! Ja! Goldenäre, Befehl tue! Gehör mit all die Narrheiten! Das tue ich! Was soll ich so merken? Doch, man, lassen wir uns abziehen, ja. Doch! Ja, ich bin ein Feigziel! Gehör mit all die... Waffen bereit! Marschieren! Das ist ein guter Verfluch! Wir werden nicht bezahlt, um stehen zu stehen! Bereitet! Horche, Gang! Ja. Horche, Gehäuse! Ja, bewege die Beine! Feigziel, Befehl! Den Strafbefehl! Tue ich gewiss! Das trotz schlechten Upgrades, immerhin. Ein Hoffnungsschimmer. Aber wir haben immer noch lange nicht die Upgrades, die wir eigentlich wollen. Und brauchen. Ein paar Worker noch, dann ist Schluss. Nicht gelistet. Wer rastet, der Mieter? Hört alle zu, wir bekommen Befehlchen. Siehe da, sicher Umgang bin. So, Food Echo ist ziemlich gesund. Sollte eigentlich auch besser sein als seine. Unsere Dings-Upgrades sind immer noch shit. Hört alle zu, wir bekommen Befehlchen. Ich lasse diesen Baum unsere Schmiede-Upgrades. Splitten. Was? Ich habe schon mal Text halt. Ich sollte aufhören, Worker zu produzieren. Ich habe 140, ich brauche jetzt Army Supply. Die bessere Army Composition. Boah, die Crossbars machen meine. Meine Archer kaputt hier. Liegt vielleicht auch daran, dass ich hier einfach keine Upgrades habe. Zieht sich durch, das Problem. Gesellen, seid bereit. Gute Arbeit. Schöner Bau. Hört nicht. Ja, bin bereit. Hört Horche, Felke. Städtet Gehäuse zum Vorziehen. Ja, bin ich Gegner. Was ist denn mir? Hört alles zu. Befehlt hier kommen.
Ich lasse ihn ab. Aber nachher. Wir sind unter Kurs! Gehirn, ja. Hören alles zu. Geht bereit zum Befehl. Wir sollten jetzt Kavallerie ballern, aber ich habe noch keine Imp-Upgrades drauf. Oh, what? Eine Chance, die Burg zu halten, ist anders. Ich hätte früher mehr Lightcap gebraucht. Ich hab den Dead. Meine Lightcap ist Castle Age und nicht Imp. Das ist ein Riesenproblem, aber ich hab kein Gold. Diese Crossbow sind halt mega stark. Okay, hat er gut gemacht, TD. Okay, das war HRE gegen Order of the Dragon. Ich denke immer noch, es ist relativ ausgeglichen tatsächlich. Er war mir ja zweimal einen Schritt voraus, und zwar nach Castle Age, um die Reliquien zu sammeln. Er war schneller Castle Age als ich. Allerdings, weil er sehr greedy gespielt hat, er hat halt wirklich nur diese eine Barracks gespielt. Ich habe ein bisschen viel Holz gehabt, das war auch ein Fehler meinerseits. Ich hatte ein bisschen mehr Holz und hatte dann Archer Range und Stable auch am Start. Wenn ich da ein bisschen weniger auf Holz gehe und schneller auf Nahrung und Gold, dann kann ich ein bisschen schneller selber nach Castle Age gehen. Also, da sollten wir ein ähnliches Timing treffen. Und er hat dann halt super greedy nach Imp durchgespielt. Er hatte gefühlt nur 3 Speerkämpfer und ist damit nach Imp durchmarschiert. Ich habe halt auch ein Fast Imp gespielt, aber ja, ich war ein bisschen langsamer als er, hatte mehr in Army investiert, und was dann das angeht, war er halt ein paar Schritte voraus. Aber ich denke, overall fühlt es sich doch fair an. Also, ich muss sagen, das war ein geiles Game, das war ein geiles Matchup. GG.